So, liebe Leute, es geht weiter heute mit FIFA und wir machen heute weiter. Ich weiß noch nicht, ob wir schon Transfers machen oder ob es tatsächlich ob wir heute schon Transfers machen oder ob wir schon jetzt noch das letzte Spiel haben oder das nächste Spiel. Weil der nächste Gegner wäre Bayer Leverkusen. Ich weiß aber noch nicht, ob wir jetzt schon gegen Leverkusen spielen oder ob es dann. Ob es erstmal noch eine Winterpause gibt. So ist es richtig. Ja, es hört wohl doch erstmal. Das Fergebo für Coutinho. Sekunde. Wer will denn den haben? Oder wer will den sagen? Barca will ihn haben. Könnte mich mal. Also wenn er zahlt, dann zahlt er die Summe oder ich sag dann, nö, ist nicht. So, Transfermarkt ist offen. Und damit dürfte auch Hazard zu uns kommen. Genau, Wechsel, Ludewig weg. Mercan gegen Vaduz. So. Gut, dann machen wir heute schon mal ein bisschen nur Transfers. Savic will die Drücker Nummer 2 gerne haben, dann kriegt der Coutinho die 14 und Hazard kriegt die 7. Naja, er kriegt die 17, die er eigentlich gerne. Die er ja gerne. Die er bei damals bei Lille getroffen gehabt hat. Ich sollte noch einen Innenverteidiger vielleicht nachverpflichten, ne? Und vielleicht noch einen Linksverteidiger. So. Gucken wir mal gerade. Oh, er sucht einen neuen Verein. Marco Reus. Das wär, wenn ich ehrlich bin, da schnappe ich jetzt gerade mal zu. Den, der ist ablö, der ist Dings, ne? Der ist ohne Vertrag. Der ist ohne Vertrag, der Spieler. Deswegen muss ich eigentlich gerade zugreifen. So, gut. Ich habe jetzt ein. Jetzt habe ich ein Budget für 32 Millionen. Okay, dann werde ich von dem Geld, werde ich mir definitiv jetzt noch gucken, dass ich nochmal einen Verteidiger holen kann. Zehn Millionen, ja gut, okay. Ich guck mal gerade nur ein bisschen in die Angebote rein, wie viel ich da zahlen müsste.
So, Spieler suchen. Liga, Bundesliga. Position, defensiv. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich auf jeden Fall einen Linksverteidiger verpflichten kann. Suche starten. So, dann hole ich mir Agu von Bremen. Ist kein schlechter eigentlich, 25 Jahre alt. Und der hat mir so ein bisschen seine Probleme gemacht schon. So. Gucken wir mal, ob wir die Transfers noch durchkriegen. Vor allem Marco Reus mit einer faustdicken Überraschung. Es wäre eine dicke Überraschung, wenn der kommen würde. Reus hat Angebot angenommen, ja. Und damit herzlich willkommen im Kader, Marco Reus. Aber der, wie gesagt, der war, ist schon nur eine kleine Überraschung. Gut, da der Stillstand gerade reinkam, denke ich mal, dass es das mit Agut zu tun hat. Oh ne, Coutinho ist es. Ah, okay. Ne, alles gut. Ich habe noch eine Hoffnung, meinen Linksverteidiger zu kassieren, zu kriegen. Mertens ist abgegeben worden. Musiala ist weg. Und Agu wird zu uns wechseln. Dann habe ich den Transfer auch schon mal durch. So, dann mache ich das nämlich. Oder was? Moment, noch ist er nicht ganz durch, der Transfer. So, dann muss ich tatsächlich mal noch mal eine Nummer wechseln, damit dann kriegt nämlich Hazard tatsächlich doch die 7. Dann kriegt der Reus die 21. Dann kriegt Hazard seine 7. So. Ja, wie gesagt, mit Marco Reus habe ich jetzt natürlich einen absoluten Top-Transfer dort gemacht. Und damit hätte ich jetzt auch nicht wirklich gerechnet, wenn der kommt. Also ich habe ihn eigentlich nur durch Zufall gefunden. Und ja, da dachte ich mir, den holst du jetzt doch schnell. Ach, Holland, ja. Gut, okay. Das ist klar. Den hätte ich so gerne gehabt, den Holland. Aber so viel Geld kann ich gar nicht hinlegen für den. Der würde, glaube ich, hat der Ausstiegsklausel von irgendwo um die 320 Millionen. Die kriegst du eigentlich fast nicht. Musiala ist weg. Wolves ist daran interessiert, Marco Richter zu kaufen. Aha. Mindestverkaufssumme. Ich lege jetzt mal 130 vor. So, den Deal mache ich jetzt gerade noch schnell unter Dach und Fach. Dann habe ich mit Felix Agu meinen Verteidiger gekriegt.
Der hätte gerne die 17 wieder, die kriegt er auch. Und dann habe ich zumindest da auf der alten Bank, auf der Position eine Alternative. Da muss leider der Herr Becker vom Dings her. Und Agu hat mir nämlich im letzten Spiel sehr gut gefallen. Da Costa hat immer so den einen oder anderen Wackler drin gehabt. Und deswegen werde ich den auch rausnehmen aus dem Kader, aus der Startelf. Und damit habe ich mir Felix Agu einen guten jungen Talent, gutes junges Talent geholt für viel, viel Geld. Aber das heißt eine komplett neue linke Seite für den FC Schalke 04 in der restlichen Saison. Gucken, was mit Marco Richter noch passiert. Vielleicht bleibt Coutinho in der Startelf. Wäre nicht das schlimm. Also, guck mal, so bringen, wenn der so 140, 150 Millionen bringt, dann kann ich dann immer noch zuschlagen. Gut, das Interesse an Alaba, das ist für mich gerade eher uninteressant, weil ist es halt ein. Ja, wie gesagt, wenn ich Marco Richter verliere, klar hätte ich mit Coutinho immer noch eine Alternative. Also, das wäre nicht das Problem. Da ist immer noch ein Drangzwangruf für Coutinho drin. Liverpool will ihn auch zurückhaben. Aber. Ja, also sage ich, ne, das Thema ist eher nicht meins. Alaba ist unwichtig. Weil ich habe meine Alternative. Ich habe meinen Linksverteidiger gekriegt. So, da ist ein Stillstand reingegangen. Das kann auch nur eigentlich ein. Was haben wir denn? Marco Richter, okay. Na, dann ist okay. Philipp Coutinho, oh, ist ja schade, dass er die nicht haben kann. Dass sie die beiden nicht haben können. Aber wenn mir einer sagt, mir 120 Millionen nehme ich an, dann ist es halt leider, da tut es halt extrem weh. So, nächstes Spiel gegen Leverkusen, okay. Und da geht's doch schon weiter. Und dann mache ich jetzt mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's schon wieder mit dem Rückrundenauftakt weiter gegen Bayer Leverkusen.